Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem WoW Let's Play hier auf der Hordenseite mit Lepuna. Ich muss mich entschuldigen, das letzte Mal ging es mir echt beschissen und ich wollte es irgendwie nicht so ganz wahrhaben. Was haben wir denn da? Achso, das ist ja der Rhea, glaube ich. Den werden wir jetzt gleich mal killen. Ja, und zwar, bin ich an diesem Aufnahmetag erkrankt, beziehungsweise ich bin vorher schon erkrankt und das hat sich halt an diesem Tag ziemlich ausgewirkt, weil nachdem ich die Folge aufgenommen hatte, habe ich mir gedacht, okay, ich lasse das heute mit dem Aufnehmen, auch wenn es ein Feiertag war und ich halt frei hatte, aber das hat so absolut keinen Sinn. Also habe ich es dann einfach gelassen. Ja. Und habe mich dann schlafen gelegt. Das tat richtig gut, muss ich sagen. Also das war wirklich angenehm. Ja, die sind ziemlich schnell kaputt, gell? Es wäre cool, wenn ich da mehrere auf einmal hätte. Von diesen Teufelsmoderinner. Ah, genau, da haben wir schon ein paar. Eins, hoppala. Zwei, au. Drei. Du kommst auch noch her. Vier, fünf. Okay, so. Die sind wirklich schnell kaputt. So. Au! Ich bin ja auch fast kaputt. Warum sagt mir das denn keiner? Ah, Hilfe! So. Ich benötige ein Ziel. Lieber Lepuna, du kriegst ein Ziel. Ja, gut. Also ich glaube, zu behaupten zu können, dass ich schon wieder auf dem Weg der Besserung bin. Ich weiß, ich bin ziemlich oft irgendwie krank. Ich glaube, das erwähne ich ja auch ziemlich oft, warum auch immer. Ja. Vielleicht, weil es mich selber wundert, weil ich vorher sonst nie oder nahezu nie krank war. Bis auf einen kleinen Schnupfen. Naja, das war einmal, gell? Der Körper verändert sich ja mit der Zeit und er wird nicht jünger. Er wird einfach nicht jünger. Das ist ziemlich bedauerlich. Aber was soll's. Gut. Ja, wir sollen ja hier diese ganzen typisch... Oh, da ist noch ein Rhea. Den werden wir auch gleich kaputt machen. Hier, guckst du? Hier, Rhea. So, kaputt machen. Also den brauche ich gar nicht, gell? Haben wir nur einen Gegner. Ui. Au, 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 au. Komm schon. So, ausgezeichnet. Wir haben wieder etwas bekommen, was wir nicht benötigen können. Ah, jetzt weiß ich, was ich hier vergessen habe. Anderes. Erbeutete Gegenstände. Fertigkeitssteigerung. Abzeichen. Das machen wir auch nochmal. Genau, ich habe es jetzt endlich mal geschafft, dass ich... Höllchen. Besudelte Ratte. Dass ich hier nämlich so ein Extra-Channel mache, wo man halt nicht unbedingt alles lesen kann. Ja, ja. Das habe ich endlich mal geschafft. So, du willst sicher hier zu mir kommen, wenn ich dich angegriffen habe. Genau. So. Crocius, dich sollen wir kaputt machen und wir sollen, glaube ich, irgendwas zu irgendwem hinbringen. Au. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, genau, den Stein, den Höllenstein kehren, irgendwie sowas in der Art. Wir brennen. Wir brennen. Okay, wir brauchen diese Steine. Und wir brauchen die ganzen, warte mal, 0 von 8. Ah, okay. Wir brauchen da mehrere. Weiß ich nur nicht, casten die oder casten die nicht, gell? Was haben wir denn hier? So eine Karotte, gell? Goldener Sesam. Die Classic-Kräuter. So, warte mal. Einmal, zweimal. Wir machen das Ganze wieder mal ein bisschen riskanter. So, hier. Ich
Stirb! Ja, ich brauche mich nicht mehr heilen, weil ich hier ein Level Up erreiche. Sehr schön! Jetzt haben wir letzte Woche es von 50 auf 51. Na, nicht letzte Woche, letzte Folge, muss ich sagen, haben wir es von 50 auf 51 geschafft. Und ja, diese Folge gleich ein weiteres Level. Das finde ich super. Also kommen wir mit Lepuna doch auch noch irgendwie ein bisschen hinterher. Wobei ich mich da gar nicht so stressen brauche eigentlich, weil Lepuna ja sowieso schon eigentlich der dritte Charakter hier auf der Hordenseite ist. Im Vergleich zur Allianzseite. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Allianzseite... Warte mal, ich sollte mich ein bisschen heilen. Hallo. Oh. Ah, warte. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ich auf der Allianzseite... Also eigentlich müsste ich hier schon einen vierten Charakter haben. Den hätte ich auch haben können, wenn ich mit Jaina nicht so weit vorgearbeitet hätte. Ja. Alles kompliziert. Ja, egal. Was soll's? Was soll's? Gut. Lässt du dich... Ich muss das hier noch auskosten. So. Ach, den hast du jetzt gar nicht gelootet, warum auch immer. Also, die Steinchen haben wir schon. Was brauchen wir denn jetzt noch? Essenzen. Aha. Wie gesagt, es wäre irgendwie cool, wenn ich mehrere Dinge auf einmal töten könnte. Das ist einfach cooler. So, wir nehmen dich mit, wir nehmen dich mit, wir nehmen ich muss näher ran. Dich mit, au, dich und dich und das sollte dann auch schon reichen. Nein, das wollte ich so nicht. Das wollte ich so nicht. Habe ich nicht irgendwo Baumrinde? Ja, genau. Nein, nicht Wucherwurzeln, scheiße. Haha, was mache ich denn? Ich bin hier gerade ein bisschen... Also okay, man merkt, ich bin noch nicht ganz fit, weil ich bin hier etwas verplant, glaube ich. Was brauche ich denn jetzt noch? Teufelsrenner. Achso, die finde ich oben. Den habe ich jetzt fertig. Okay, 9 von 9 und 6 von 6. Und hier brauche ich noch 2. Aber ich glaube, da muss ich was looten, gell? Okay, warte mal. Hier, diesen... Diesen und diesen. So. So. Das ist zwar alles voll cool. Oh, jetzt bin ich fertig. Okay, Essenz des Feuers. Warte mal, wir heilen uns hier jetzt noch. Und dann brauchen wir nur noch 2 von diesen komischen Rehkits. Winterquell. Was haben wir hier? Eine besudelte Motte. Okay, da haben wir 2. 1, 2. Au. Wisst ihr was? Ich will euch doch nur helfen. Lasst euch doch bitte einfach helfen. Ha? Was haltet ihr von der Idee? Ich weiß, es möchte jeder leben. Eigentlich ist es ja Mord und Totschlag, was ich hier veranstalte, aber ich weiß nicht, wie ich euch sonst helfen kann. So, jetzt können wir hier mal wieder zurückreiten. Zum Whisper-Ventein. Ja. Whisper. Oh, da muss ich aufpassen, dass ich die nicht angreife. Ich nur Allah. Okay, der Lauf der Dinge. Vielen Dank, Lepuna. Sie werden die Verderbnis nicht mehr weiter verbreiten und auch keine Schmerzen mehr erdulden müssen. Das ist gut. Eichhörnchenpflege. Sind sie nicht süß? Es sind diese kleinen Erfolge, die mich zum Weitermachen motivieren.
Eichhörnchen um Eichhörnchen werden wir diesen Wald retten. Ja, die waren voll süß eigentlich. Voll knuffig. Unkraut jäten an einem Ort wie diesem kann sogar etwas so Einfaches wie Blumen pflanzen und Unkraut jäten zu einer Aufgabe für echte Helden werden. Die Orchideenpeitscher, die an allen Ecken des Hains wachsen, sind ein Zeichen für seine Heilung, jedoch sind sie nicht makellos. Einige von ihnen verfallen hin und wieder der dämonischen Verderbnis. Nach meiner Erfahrung überprüft man das am besten, indem man sie ausreißt. Wenn sie normal sind, wandern sie einfach ein wenig in der Gegend herum und verwurzeln sich dann wieder. Wenn nicht, dann nun macht euch lieber auf einen Kampf gefasst. Okay. Können wir dann machen, aber ich möchte zuerst hier noch ein paar Sachen abgeben. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch ein Level schaffen, aber ich bezweifle es fast. So, Jagd auf die Verdammten. Druiden, ich muss euch dafür danken, dass ihr in meinem Namen jagt. Ich habe erkannt, dass ich mich zügeln muss. So sehr in der Dämonenjagd aufzugehen, ist ein gefährlicher Weg. Der Kern von Kroschius. Der Kern darf nie wieder in den Narbengrund zurückkehren. Okay. Der Kern, also genau, dieser verderbte Brocken lockerte Jahr um Jahr immer wieder Hexenmeister an. Ich werde ihn persönlich beschützen oder, wenn möglich, vernichten, auf dass sich Kroschius niemals wieder erheben kann. Mögen die Vorfahren. Okay, Verderbnis sammeln. Seid vorsichtig mit der Essenz, sie ist mindestens so gefährlich wie mächtig. Aha. Allein schon an der Größe der Essenzen kann ich erkennen, dass die teuflische Verderbnis heilt. Langsam, aber merklich. Vielen Dank, Lipuna. Ich werde sicherstellen, dass diese Exemplare ordnungsgemäß geläutert werden. Ja, bitte gern geschehen. So, Fahrt zur Hölle. Achtet darauf, auch die Überreste der von euch besiegten Höllenbestien einzusammeln. Ja, schön zu sehen, dass sich jemand darum bemüht, den Wald einzuhalten. Vielen Dank, Lipuna. Ja, bitte gern geschehen. Wir haben doch einiges geschafft, aber ich glaube halt doch wirklich, dass sich das nicht so ganz ausgeht. So, und jetzt? Aha, du bist in Ordnung. Warte mal, jetzt mache ich das hier. Du bist nicht in Ordnung. Du bist auch nicht in Ordnung. Du bist auch nicht. Alter! Was ist das denn für ein Scheiß? Okay, du bist in Ordnung. Warte. Ahaha, entkommen. Ah, okay, so geht das natürlich auch wieder, gell? Okay. Ja, dann, brauche ich mich ja eigentlich gar nicht darum zu kümmern. Sondern einfach nur weiterlaufen, gell? Dam da da, da dam da da. Schau, eine, achso, nee, gar keine mehr. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Was haben wir denn da? Anregen. Wir haben Anregen bekommen. Ne, brauche ich das nicht. Also ich nicht zumindest. Als Eule. Als Heiler schaut das, glaube ich, schon wieder anders aus. So, Unkrautjäten. Es ist harte Arbeit, aber wenn man sie zu großen, starken Pflanzen heranwachsen sieht, haben sich alle Mühen gelohnt. Natürlich nur, wenn sie nicht voller dämonischer Dornen sind. Da hast du recht. So, wir sind, glaube ich, fertig hier im Whisperwindhain. Das ging ziemlich schnell, muss ich sagen. Und mal Leder. Du bist, ja, du bist besser. Kette kann ich nicht anziehen. Kette kann ich auch nicht anziehen. Leder. Schulter, du bringst mir nichts. Brust, du bringst mir auch nichts. Okay, ich kann da eigentlich nur wieder verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. So. Hallo. Hallo, gesucht. Der Dämonenjäger. Seit der Jadefeuerbach von den Dämonen zurückerobert wurde, hat der Smaragdkreis viele Druiden geschickt, um die langwierige Läuterung der Ruinen zu beginnen. Letzte Nacht wurden gleich mehrere von ihnen ermordet. Von einem Nachtelf. Zeugen berichten, dass der Täter ein Dämonenjäger war, einer von Illidans geisteskranken Schülern. So etwas sieht man nicht alle Tage. Ohne Zweifel hat die Macht ihn wahnsinnig gemacht, genau wie sein Meister. Ich bezahle gutes Geld für einen Beweis dafür, dass dieser Mörder tot ist. Man hat ihn zuletzt abseits der Straße im Norden in einem Tal unter dem Jadefeuerbach gesehen. Delnadris. Delnadris, okay. Seid gegrüßt. Was willst du? Veranlagung und Umwelt.
Die Uhrturmbeschützer des Eisenwalds im Norden sind schon seit Jahren tot und ihre leblosen Hüllen sind ein Mahnmal für den Schaden, der diesem Land zugefügt worden ist. Viermal im Jahr tragen wir Wasser von diesem Mondbrunnen zu ihnen und bewässern den Boden dort, in der Hoffnung, dass daraus neues Leben entspringen wird. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Wasser selbst dorthin bringen. Es ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, in sich zu gehen. Nehmt diese Fiole und füllt sie am Mondbrunnen, gießt sie dann auf der Spitze des kleinen Hügels zwischen den drei Uhrtürmen aus. Mögen euch die Sterne leiten. Das können wir schon mal machen, wenn wir hier Mondbrunnen auffüllen. Das haben wir schon gemacht. Aber wir werden jetzt zuerst mal den anderen Typen hier kaputt machen. Und das ist wieder das Zeichen der Satyr. Muss ich da überhaupt hoch? Naja, könnte sein, gell? Ja, der Feuerschlucht, genau. Okay. Ah, das sind die ganzen Druiden. Okay, 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 okay. Und hier ist jetzt irgendwo... Ah, okay, genau. Wir lernen ja jetzt noch ein bisschen Geschichte kennen, ne? Feronas Sündschwelger. Aha, okay. Ich bin hier, um eurem Töten ein Ende zu bereiten. Blinder Narr. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr da tut. Ah, ach so? Warte mal, au. Au! Hör auf! Warte mal, dich kann ich wurzeln, gell? Wurzeln. Ey! Willst du mich verarschen? Also will mich verarschen. Bei jedem Schaden geht die scheiß Wurzel auf. Hielt die nicht mal? Ungültiges Ziel. Hey. Genug. Haltet ein. Aha. Okay. Ich bin ganz Ohr. Ja. Viel, wie edel von euch, einfach ohne zu fragen, auf eine Mordmission zu gehen, um mein und meinen Kopf zu verlangen, nur weil ein anderer euch darum bittet. Zügelt euren Zorn und hört euch zuerst meine Geschichte an. Ihr werdet sehen, was edles Unwissen diesem Land angetan hat. Okay, dann machen wir das mal. Ein Schicksal voll Feuer und Leid. Meinesgleichen wurden schon immer für das gehasst, was wir tun. Verabscheute, Ausgestoßene, denen eine nicht mehr heilbare Verderbtheit vorgeworfen wurde. Doch es ist der Verdienst eines Dämonenjägers, dass diese Wälder hier nicht die größte Bastion der brennenden Legion in Essaros sind. Ich spreche von meinem Meister Illidan Sturmgrim, dem Verräter. Seht selbst, seht, was hier geschehen ist, als Illidan befreit wurde und die dämonischen Mächte des Schreckenslords Tichondrius ohne Gegenwehr über diesen Wald herrschten. Okay. Ich bin nach 10.000 Jahren endlich frei. Aber noch immer denkt mein eigener Bruder, ich wäre ein Schurke. Ich werde ihm meine wahre Macht zeigen. Okay. Also wer das durchlesen möchte, sollte hier vielleicht mal kurze Stopps einlegen. Seid ihr euch dessen gewiss, Dämonenjäger? Ich stink nach Tod, Mensch. Ihr werdet es bereuen, euch gegen mich gewandt zu haben. Okay, also die kämpfen. Spricht da irgendwer noch was? Nee, ich glaube nicht, gell? Achso, warte mal, wir sollen da mithelfen. Huch! Tschu! Wir sollen da mithelfen. Warte mal, wir helfen schon so viel wir können. Bam. Bam. Okay, ungültiges Ziel. So könnten wir noch ewig weiterkämpfen. Was ist es, das ihr wirklich wollt? Arthas, der Schreckenslord, der diese Armee der Untoten anführt, wird Tichondrius genannt. Er hat die Kontrolle über ein mächtiges Hexenmeister-Artefakt namens Schädel des Guldan. Okay. Und ihr wünscht, dass ich es stehle? Warum?
Sagen wir einfach, ich hege keine Freundschaft für Trichondrius und der Fürst, dem ich diene, würde von dem Untergang der Legion profitieren. Mhm. Okay, Arthas besiegt. Und so machte sich mein Meister auf, um den Schädel zu suchen. Er riskierte erneut sein Leben im Kampf gegen eine Armee von Dämonen, um den Quell der Verderbnis des Teufelswalds zu finden. Stellt euch nur vor, er hätte es nicht getan. Stellt euch vor, wie es hier aussehen würde, wenn der Schädel des Gul'dan sein Werk ungehindert fortgesetzt hätte. Ja, da könntest du recht haben vielleicht. Oh, und wir haben noch ein Level Up, ein weiteres geschafft. Das finde ich super. Also, der Schädel des Gul'dan. Illidan ist aufgebrochen, um den Schädel des Gul'dan zu finden. Er hat ganze Armeen von Dämonen bekämpft und sie mit einer Kraft getötet, die ihn zu einem verhassten Ausgesetzten gemacht haben. Stellt euch ihm in der Schlacht, Lepona. Werdet Zeuge vom stärksten Kämpfer gegen die Verderber Teufelswalds. Und erledigt ihn. Okay. Das ist der Ort, an dem der Schädel des Gul'dan aufbewahrt wird. Diese armseligen Dämonen werden mich nicht davon abhalten, ihn für mich zu beanspruchen. Okay, warte mal. Wir sollen da ja, glaube ich, irgendwie ein bisschen helfen wieder. Tschung! Aha, da haben wir Blutsauger auch, gell? Mhm, okay. Jetzt hab ich sogar Aggro. Ja, weil ich nicht auf den gehe, auf den Illidan geht, gell? So ein Scheiß. Okay. Jump. Jump, 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 jump. Verkrüppeln. Jetzt werden die Dämonen wenigstens nicht länger die Wälder verderben. Und doch, wenn ich diese Macht für mich beanspruche, werde ich stärker. Ja, die Macht sollte mir gehören. Eieiei, okay, jetzt sind wir hier die Verwandlung wieder von Illidan. Jetzt bin ich vollkommen. Ja, 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 ja. Also das ist ein bisschen, wie soll ich sagen? Nun werdet ihr bald verstehen. Aha, okay. Also, das letzte, Tichondrius. Genau. Au. Maske, was ist das? Kopf, den kann ich wieder nicht benutzen. Nur verkaufen. Der Sturz von Tichondrius. Ja, Illidan hat die Macht des Schädels von Gul'dan erlangt. Aber ist er damit in die Dunkelheit geflohen? Hat er sie für seinen eigenen Ruhm genutzt? Nein. Seine erste Tat mit der neu erlangten Macht war es, den Schreckenslord Tichondrius anzugreifen. Werde Zeuge seines Triumphs, Lepona. Werde Zeuge davon, wie Illidan Teufelswald von den Dämonen befreite und von dem Dank, den er dafür erhalten hat. Okay. Hallo? Ich habe das angenommen, oder? Was? Wer seid ihr? Mhm. Sehen wir doch mal, wie selbst ihr hier gegen einen eurer seid. Okay. Wir sollen hier wieder helfen. Tschung. So, ein bisschen helfen hier. Also, wir kämpfen jetzt gegen Tichondrius. Okay, und jetzt? Widerlicher Dämon, was habt ihr mit meinem Bruder gemacht? Ich bin es, Malfurion. Dies ist es, was aus mir geworden ist. Nein, Illidan, wie konntest du nur? Der Anführer der Untoten wurde vernichtet und die Wälder werden sich mit der Zeit erholen. Was jetzt? Zum Preis eurer Seele? Ihr seid nicht mein Bruder. Verlasst diesen Ort und setzt nie wieder einen Fuß in unser Land. Dü, so sei es, Bruder. Tschüss. Tschüss, Illidan. Also eigentlich war Illidan gar kein Schlechter. Sondern eigentlich ein Guter.
Was soll man dazu sagen, ne? Ich will hilflich sein. Habt ihr es gesehen? Mein Meister hat das getan, was getan werden musste, um die Dämonen aus diesen Ländern zu vertreiben. Und zum Dank wurde er verbannt. Die Druiden richten nun alles und klopfen sich auf die Schulter, weil sie die Überreste der Streitmächte der Legion vertrieben haben. Das ist aber nicht der Grund, warum ich sie getötet habe. Ah, und was ist dann der Grund? Willst du mir das vielleicht noch erraten? Das wäre ganz cool eigentlich, gell? So, Betrüger in unserer Mitte. Genau, da waren ja Betrüger. Nun, da ihr in der Unvoreingenommenheit unterrichtet wurde, möchtet ihr vielleicht erfahren, warum ich diese Druiden getötet habe? Die Antwort ist einfach, sie sind keine Druiden. Dämonen suchen die Ruinen noch immer heim und haben die Gestalt von friedlichen Hütern angenommen. Seht es euch mit eigenen Augen an. Diese Augenbinde hier ist von dem Blut eines Dämons getränkt. Nehmt sie und geht zur Jadefeuerschlucht in den Hügeln nördlich von hier und verbindet euch dort die Augen damit. Sie ermöglichen es selbst dem nichtsahnendsten Narren, die wahre Natur eines Dämons zu erkennen. Tschüss. Ja, tschüss. Das werde ich liebend gern dann machen, aber ich werde mich hier jetzt erstmal verabschieden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich aber erstmal ciao, ciao und noch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bye.